Liebe Freunde, herzlich willkommen zurück bei Enshrouded. Ich bin auf die Hochweidenwarte gegangen, oder? Hast du? Hochweidenwarte, jawohl. Wir werden probieren, soweit es geht. Mal da herfliegen und vielleicht da ein bisschen umbekommen. Das heißt, wir müssen da auf das Zipferl, oder? Dass wir die offenen Sachen, die wir noch haben, so gut wie es geht noch aufdecken können. Und einen Aufwind nutzen. Ausgeruht Buff haben wir uns wieder geholt. Wenn wir zu Hause wieder ein bisschen weggeräumt haben. Ein paar Kleinigkeiten. Das ist schon geil. Also mit dem alten Gleiter warten wir nicht daherkommen. Da ist eine Tomate da herum. Nehmen wir es mit, ne? Kann man ja die Tomaten auch essen? Waffen werden wir uns schon wieder. Da unten waren wir schon. Und wir können jetzt da hinauf. Schauen wir, wie weit wir da hinüberkommen. Ja genau, da probieren wir es. Schauen wir es uns ganz einfach an, Leute. Da sollte man ja eigentlich aufkommen. Bin ja gespannt. Ich nehme ja an, dass es noch bessere Gleiter noch gibt als den, ne? Jetzt haben wir den jetzt schon bekommen, also das wird es noch nicht gewesen sein, Spätze. Bastard wieder mal mitnehmen. Schadet nicht. Und da haben wir sogar Honig. Danke sehr. Max haben wir liegen lassen. Nehmen wir mit. Okay, will er nicht? Dann machen wir es jetzt so. Genau. Dann halt so, wenn er so nicht will. Das ist gut, wenn er kriegt. Ah, hat man doch Pflanzenfasern drin gehabt. Was man taugt, ist die Weitsicht, die man hat. Ja? Dass es nicht irgend so ein Filifanz irgendwas ist da im Hintergrund, sondern dort kannst du hin. Ja? Okay, wir müssen da ganz hinüber. Da bin ich schon sehr gespannt, was ist da oben? Obeliskenforschung. Also da haben wir eh jetzt einiges da oben im Eckerl. Nehmen wir gleich mit, den Aufwind. Schon, oder? Ja, klar. War schon aufgedeckt. Da war unsere erste, unser erster Drohnenran war da. Kann sich erinnern, da habe ich ja Short damals dazu gemacht. Ja, okay. Erst, ich hätte euch nichts da, aber wenn sie es unbedingt wollt. Ja, da trat schon, weil er schon genug hat. Ich hätte einer nichts gemacht, aber wenn sie unbedingt wollen, ist ja kein Problem. Vollen Einsatz, chirpen wir darauf.
Da waren wir auch schon. Jetzt wieder Wolfis. Wolfis. Wir können da auch irgendwie auf, gell? Bist du schon wieder der Nächste, der wird, oder? So, geht es ja. Und dann haben wir halt wieder Fleisch, oder? Ist ja auch nichts wieder. Oh. Oh. Okay, das ist tatsächlich nur das kleine Loch da. Na gut. Wenn es sich so anbietet, Leute, mache ich das gar. Aber ich werde es offscreen machen. Das heißt, für euch ist da nur ein kleiner Cut drinnen. Und da sind wir schon wieder. Das ist ziemlich ausgehöhlt, da jetzt die Geschichte. Aber, ihr seht, das Axtal ist schon ein bisschen kaputt. Naja. Mehr geht halt nicht, passt schon. Wir haben ja eh brav jetzt alles mitgenommen. Schauen wir, dass wir da raufkommen. Okay, da geht. Oh, da schau, da gibt es sogar Flachs. Und da ist sogar. Frage, wo müssen wir da her? Blöd, das ist nicht da, ne? Na, dann schauen wir, dass wir da raufkommen. Nehmen wir das Giftsackerl halt mit. Hm, das wird da, glaube ich. Ja, so, geht's. Hey, da kommen wir aber nicht rauf, glaube ich, oder? Oh ja, mit der Spitzhacke, die es hier ist, ne? Okay, gut. Ist doch gegangen, ne? Da sind ein paar. Wo ist so scheiße an den Blumen? Schauen sie eigentlich äußerst geil aus, ne? Und immer, da ist immer, wo das sind, ist ein Gatsch. Schaut's. Sogenannte Gatschblumen. Na, puh. Haben wir jetzt geissen. Okay. Und? Erdbeeren. Was geben die eigentlich, wenn man das so habert? Gesundheitswiederherstellung. Naja. Ja, nicht schlecht eigentlich. So als Stab und Bandagerl. Könntest du auch sowas auch nehmen, ne? Ich hatte nur eins. Ne? Aber 5 Minuten, ne? Das sind halt nur 30 Sekunden. Ne? Aber 3. Meter. Wir einfach riskieren auf Deppert da oben hupfen, oder wie? Aber ja, oder? Ins Rote sollten wir halt nicht unbedingt, im Roten sollten wir nicht landen unbedingt, weil das könnte halt unbequem werden. Ich hätte mir jetzt nicht gedacht, dass der uns erwischt, aber hat sie doch. 200 Meter? Wo ist denn der? Hm? Wo ist denn da denn die Wurzel, bitte? Doch noch weiter. Flachs.
Ein Wildschwein. Da bin ich. Das werden wir, die Zoom-Geschwindigkeit brauche ich noch langsamer. Das nehmen wir mit, weil das ist schon das bessere Fleisch, logisch. Da ist schon ein schönes Platzerl irgendwie, ne? Aha. Okay. Es hat einfach gar nichts, auch nicht schlecht. Das war die Höhle von den Schweindalen, ne? Wie es ausschaut. Schweindal, da könntest du auch gut was einbauen. Da das schon so schön rund ist, da könntest du richtig so wie ein Hobbithaus machen, ne? Nur das ist ja, da ist ein bisschen Zach, aber da, was haben wir da Schönes? Nix. Na gut. Die Frage ist, was ist das da unten? Ach, jetzt ist ein Eingang. Ah, hey, das ist übrig hier. Da hast du wieder. Na, kannst nicht schlafen, schaut. Nägel. Hat er jetzt bei euch gegangen? Obelisk der Bauer. Die wird näher sein, oder? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da wird noch nicht im Miasma sein, oder? Ah doch, da ist er ja schon, 16 Obelisken. Oh, da gibt es aber einiges, ne? An Lehm. Und unsere Spitzhacke ist hin. Eieiei. Nehmen wir mit. Will er nicht. Oh, da gibt es was zum Lesen und Bücher. Dann lesen wir zuerst. Fortschritt und auch Kopfschmerz. Nach wochenlangem eingehenden Studium habe ich Parallelen, Neugeschichte, bla bla bla. Parallelen zwischen den vereinfachten phonetischen Zeichen der Ahnen und den historischen Ursprüngen der phonemischen menschlichen Schrift gefunden. Ich habe die Theorie, dass das moderne Alphabet von der antiken Silbenschrift abgeleitet sein könnte. Leider konnte ich meine Untersuchungen nicht fortsetzen, da aus einer Öffnung in der Nähe ein seltsamer Geruch nach Tod drang. Tod. Er hat den Verstand meiner Forscher vernebelt und bereitet allen Kopfschmerzen. Wie die Schrift der Ahnen, nur schlimmer. Warum haben die Erbauer nicht einfach ein traditionelles Alphabet entwickelt und sich stattdessen auf mehrere einzigartige, übertrieben komplexe Symbole für jede einzelne Silbe geeinigt? Piktogramme wären auch in Ordnung. Lorraine Grimm. Okay. Na, bitte abbauen. Teilweise ein bisschen friemelig. Okay. So. Gegen die Abgründe, die wir auftaten. Eingebettet im Sternenfall-Königreich. Ein Abgrund so tief, dass das, was sich darin verbirgt, seit Jahrtausenden vor uns versteckt ist. Jedes Geheimnis wird irgendwann von der ewigen Flamme erhellt. Ein archaisches Übel, das sich zusammenbraut, wächst.
Es muss vergraben, fortgespült, versiegelt werden. Die Menschheit sollte niemals mit diesen Ausläufern der Hölle in Kontakt kommen. Wegpunkt erreicht. Nichts drin. Gut. Okay, jetzt hätten wir das. Passt. Grimmzahngrotte. Muss irgendwo da hinten sein. Die Frage ist wo? Da unten im Miasma, dass man da rein muss? Glaube ich fast schon langsam, ne? Ja, bevor sie uns ergreifen, ne? Greifen wir es wieder lieber an, ne? Ui, das sind schon wieder unsere Lieblingsfreunde. So motiviert. Ja, auf mit den Plätzen. Ja, das wird da unten sein. Ja, da oben wird es ja nicht sein, ne? Dass es da oben ist? Na, oder? Okay, aber da geht's auch wo eine. Da waren wir gerade. Das haben wir zuerst gesehen. Also, da geht's auch wo eine. Das haben wir zuerst gerade gesehen. Aber da haben wir noch ein Lochel. Und das ist auch nur so. Okay. Oder das, da haben die Hobbits gewohnt, oder? Die sind halt schon ausgezogen. War einer schon zu breit. Na, noch eine Höhle! Was ist jetzt? Ist das Schnee? Okay. Das kann nicht da sein, das gibt's nicht. Das muss da unten irgendwo sein. Das wird da unten sein. Die haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt, die lustigen. Arg, was der aushält eigentlich, ne? Da probieren du das. Arg, du siehst, dass du nur Level 13 ist, da hat er einen gescheiten Panzer, der Pilz. Ein ganz besonders harter Pilz. Miasma, schön. Die Grimmzahngrotte im Miasma. Jetzt schauen wir aber schau 100 Meter in die Richtung. Minus 116, warum? Hm. Da ist rot. Hinein? Oh. Oder ist da nur die Wurzel? Das ist die Frage jetzt, ne? Ja, da ist die Wurzel. Gut. Zu wissen.
schon angekommen. Das ist ja aber trotzdem nicht ausgegangen. Was ist denn jetzt? Da macht diesen Leuchtstein, ne? Ups. Sollte man vielleicht wieder, ne? Buffo das auch schon wieder aus, gell? Hab's gesehen. Oh ja. Okay, die Wurzel haben wir. Aber das ist nicht die Grimmzahngrotte. Oder kommt noch von da eine Grimmzahngrotte? Oder ist das schon? Nein. Schauen wir da oben. Schön, also doch oben. Doch oben, Leute. Die Frage, wie man das hinkommt. Und was denn dort hin, bitte? Müssen wir da raus? Und irgendwie müssen wir da dann rauf. Mal probieren. Na gut, müssen wir halt schauen, Leute. Ich hab keinen Schimmer, ja? Also es ist Nacht, na schau, wie schön. Na Gott sei Dank bin ich froh. Einladend. Wir müssen da irgendwie rauf. Der hätte aber fast sagen, in die Richtung, wo wir jetzt gerade nicht hinkommen, ne? Ich fürchte fast, Leute, dass wir dort hinkommen. Wenn wir Spitzhackerl brauchen und unsere Spitzhacke ist etwas kaputt. Ja. Um müssen wir auch noch. Wo ist da am blödesten ist er zum Hinkommen? Ha? Vielleicht von da? Geht's eh nicht anders, wir müssen es eh probieren, dass wir von da vielleicht irgendwie umbekommen. Den haben wir uns glaube ich nicht einmal noch geholt. Den schon. So, wir gehen mal heim reparieren. Der leise geht nicht, weil wir in Miasma sind. Schön. Okay, jetzt geht's aber. Da können wir reparieren und auch schlafen, dass wieder Tag ist, ne? Jumpert können wir auch wieder weg, aber pass auf, Leute, das mache ich offscreen. Wir sehen uns gleich wieder. Dann wird es euch nicht zur Fahrt. Bis gleich. So, alles erledigt. Tag ist wieder geschlafen, habe ich Inventar aussortiert. Alles gut, repariert. Das heißt, es funktioniert wieder alles und wir sind jetzt da. Ich habe mir gedacht, wir probieren es vielleicht von hier. Schein der Flamme könnten wir uns holen. Was wir natürlich auch brauchen, die Funken. Und dann schauen wir, dass wir irgendwie zur Grimmzahngrotte kommen. Aber
Irgendwie ist da ein bisschen hoch alles. Das war da drin, ist unser eine Flammenaltar, wo wir für Kupfer und für diesen Leuchtstein farmen könnten. Nur irgendwie kann es ja, glaube ich, nicht sein, dass wir da nur. Kommen wir da irgendwie auf, oder? Das ist halt die Frage, ne? Weil das ist zu hoch, ne? Da brauchen wir nicht drüber reden. Geht da nicht irgendwie rauf? Oh ja, okay, da geht's einmal rauf. Oh. Ein Weg auch. Da kann ich da schon etwas schwer. Na gut, dann nehmen wir ein paar Erdbeeren mit. Waldheitsbeeren, beide hier mal richtig gut jetzt. Okay, da kehrt man um. Sehr schön. Servus, grüß dich. So. Was ist da schon? Was haben wir da Schönes? Also, das ist das. Kriegt da der Bauer. Wir können aber da um. Schauen wir mal. Das haben wir ja jetzt, glaube ich, geskillt, oder? Dass wir da weniger Ausdauer verbrauchen auf die Wege. Aber warte mal, warte mal. Ja, Fernweh. Ausdauerverbrauch bei Sprint auf unbefestigten Straßen wird von 90 auf 80 reduziert und bei Steinstraße 75 auf 50. Das heißt, das ist eine Steinstraße. Ja, bis 60 Ausdauer geht nicht schnell runter, ne? Was ist denn das Schönes? Waren wir da schon? Nein? Fuck. Oder? Das ist aber gestern. Neuer Ort markiert. Weizloh. Okay. Wupp. Ist ja geil. Ist ja cool. Oh, Hansi Hinterseer lässt grüßen wieder mal. Da irgendwas? Nein. Ah, was ist da? Da ist ein X, gar nichts. Na gut. Weizloh. Okay, das ist ein richtiger Häcksler. Wenn es losgeht, weiß es noch. So eine Mühle. Na komm. Metallschrott, der will gerade die Textur nicht gescheit einladen. In der Sicht. Da spackt er manchmal ein bisschen rum, das schaut sehr nach Lesen aus, da erinnern. Da schießt einer. Also im Nebel verschwunden, gut. So, lasst mir jetzt bitte lesen, Leute. Boah, der Schwede, bist du gestört, Alter, schreck mich da nicht so. Ja, der hat uns jetzt, der hat uns ein bisschen überrumpelt jetzt. Immer gut für den Kreislauf, da ist dann immer gleich ein bisschen angekurbelt. Ne? So, lesen aber jetzt. Das Gebräu gehört uns. Neue Geschichte, das Miasma, das Elixier und Elixierbrunnen, der Elixier-Tipp.
Bruder, die Elixiere-Destillerie läuft immer noch über von dem Zeug. Niemand wird bemerken, dass ich etwas genommen habe, oder? Komm rüber, lass uns trinken. Cheers, Samuel. Okay, Ausdauerregeneration, also Lebensregeneration haben wir langsam, aber doch. Nix. War nicht schlecht, ist, da die Fasseln im Boden gestanden sind, wahrscheinlich deswegen. Metallschrott braucht man, weil ich habe vorher wieder Pfeile gemacht. Hopp, das war knapp. Geht wahrscheinlich auch, wenn man nicht schleicht, aber ich schleiche halt dabei, ist ja wurscht. Da bin ich. Ich weiß noch nicht ganz, wo ich soll. Ah, jetzt hat er es genießen, aber dann ist es spät. Zack. Er hat das schon zittert, wir haben ihn erlöst. Den Wolf auch. Den Wolf für Wolfmann. Der hat sich nicht lang gemacht. Ah, schau, da war da schon einer. Na bitte. Jetzt hat es mich gerissen. Dir zu und Blinden. Und falls wer kommt, muss er mal aufmachen. Auch nicht schlecht. Na. Halsschaut, sehr schön. Und jetzt lesen wir mal. Ich habe etwas knacken gehört. Frühmorgens war ich in der Mühle. Sie knarrte ganz furchtbar. Ich schob, so fest ich konnte, doch etwas blockierte sie. Zu meinem Ersetzen war irgendein Trottel hineingeklettert und liegt jetzt da, begraben unter Wurzeln, sein Körper geschwollen und aufgedunsen. Der Saft der Pflanze tropfte von seinen Lippen. Ich fischte heraus, was von ihm übrig war, und kehrte es noch vor dem Morgenläuten unter die Dielen neben der Mühle. Wenn das der Leiter der Hygieneabteilung erfährt, kann ich mich von meiner Prämie verabschieden. Ja, na, das ist mit Sicherheit, ja. Das ist nicht die beste Idee gewesen. Naja, aber unter die Dielen der Mühle. Achso, das ist wieder Quatsch. Das war gescheit. Ja. Sehr gut. Das ist gar nichts. Aufschauen müssen wir ja mal. Wahrscheinlich nur Pflanzenfasern oder irgend sowas drin. Na? Na komm. Oder nicht. Gut, dann machen wir es mit dem. Erst. Wasser nehmen wir natürlich mit. Eine Zeit lang haben wir das Wasser gar nicht mitgenommen, gell? Weil wir dachten, das brauchen wir nicht. Aber braucht man schon irgendwie, ne? Da ist der Schrott runtergeflogen, habt ihr es gesehen? Da ist er.
Rot, hätte man gedacht, aber ist ja nichts da oben zum Swing. Schauen wir halt. Weil von unten sieht man es ein bisschen schlecht. Na komm bitte, schau in die richtige Richtung. Irgendwas? Nix. Ist gut. Geht da ab, bitte. Das ist ja auch wieder was, irgendwas. Haben wir uns noch gar nicht angeschaut. Geil. Finde ich cool. Da sieht man wieder mal, dass es wirklich ist. Oh, da ist was. Das ist das, was er gemeint hat. Das hat er unter die Dielen gekehrt, ne? Ring der Habgier, minus 19, plus 20 Mana Regeneration. Jetzt wissen wir es, da ist er begraben. Der Ring der Habgier. Passt zu ihm, weil, wie man sieht, da ist ja, hat sich deppert das Miasma-Elixier eingeklopft und da ist dabei, Bruder, wie man so schön sagt, abgebangelt. Ne? Waren wir schon, sehr gut. Gehen wir mal da rauf. Bleib, was du bist. Auch kein Empfangskomitee. So. Na, da hat er aber gesessen, der Klopfer, ne? Da bin ich. Oh ja, jo, ja, oh. Na? Komm. Ein Metallschrott, bumm. Bücher. Muss wahrscheinlich ein Katz damit. Na, oh ja, da sind Bücher, schau. Na. Na. Ist, habe ich natürlich gesehen, Leute, keine Frage. Wildholz Kurzbogen. Stufe 11, da wären wir schon ein bisschen besser wieder mit den Gegenständen. Aber nicht. Sehr Metallschrott, danke sehr. Ups. Oh. Okay, dann lassen wir noch zu. Schauen wir kurz, bitte, dass er nicht ist, uns irgendeiner beim gemütlichen Looten dann da stört. Und jetzt knackhupft. Okay, da geht es dann wieder raus. Da ist ein Lagerfeuer. Sehr schön. Nix. Sehr gut. Okay. Da geht's rauf und da geht's da her. Zack. Oh, jede Menge Bücher. Sehr gut, danke schön. Das Topfen geht oder dich waschen. Jetzt aber auch eine Holzscheite. Hat er reden gehört? Oder wie war das? Deswegen. Wo ist er denn?
Da bin ich. Der hey. Na bleib doch still. So viele Pfeile verpfuschen für unseren Deppen. Lassen wir uns nicht beirren, wir gehen da wieder hinein. Wann muss man? Leute, ihr wisst es. Es kann jederzeit irgendwo... Geheimtür sein oder sonst irgendwas, ne? Wer weiß, ne? Da gibt's keinen. Aber das, aber das. Aber das, da geht's raus. Optik Flash. So, was haben wir da jetzt auf der Seite? Könnten wir schlafen, okay. Da haben wir jede Menge Lehm. Genau. Gehen wir zu dem Häusle, dass wir sukzessive das alles abarbeiten da. Wieder was zum Sprengen. Wie hat das da jetzt geheißen? Weißholz oder was? Weizlow, so, ja, ein bisschen daneben, ne? Gut. Oh, okay. Oh, ja, da war's auch. Wir haben so einen Flohmarkt gemacht und Bücher verkauft, Alter. Metallschrott, sehr geil. Was sonst was noch? Nun gut, gibt's was zum Lesen? Lieber Oskar, du warst schon immer mein Lieblingsneffe, so jung und rüstig. Oh Oskar, meine alten Knochen klappern. Ich kann mich kaum noch um die Farm Immergrün kümmern. Welch Schande, so weite Felder, reif und üppig, perfekt für einen jungen Recken wie dich. Ich überlasse dieses friedliche Gehöft deinen fürsorglichen Händen. Ach, Oskar, das war gut. Der Oskar kriegt das Immergrün-Gehöft, na gut. Das war geil. Ups. Sowas aber auch. Was haben wir denn da jetzt? Ernsthaft?
Siehst du, da werden wir uns einmal eine Erdbeere gönnen. Schwupps. Da geht ein bisschen die Lebensregeneration schneller rauf. Weizlow. Mit was hat denn der geschossen, dass uns das so weh da hat? Ey, du meinst mit seinen Sprengdinger, weiß ich schon, aber. So ein Häusl. Da muss ja irgendwas, da muss ja ein Fasel gestanden sein, schaut sich das Loch da an. Als. Wo ist er? Ist gehört? Sag ich, geht einer. Du Idiot. Und in den Keller geht's anders, fein. Da gehen wir zuerst einmal darauf und holen wir uns einmal. Ich hoffe, da ist er mindestens 2-3 Metallschrott drin. An. Hätte ich nicht sagen dürfen, ne? Oh, da kann man reparieren. Schau, schön. Auch irgendwie geil, so ein Amboss, ne? Aber wenn er es ja nicht so überdimensional man könnte das eh noch für das brauchen. Ne? Eigentlich eher nur Optik. Ich weiß, wir sind schon gut in der Zeit, Leute, aber das Weizloh schauen wir uns jetzt dann noch gemeinsam fertig an. Wenn wir schon da sind, oder? Ein bisschen länger, meine Güte, ja, geht die Welt nicht unter. Und so arg ist die Höhle jetzt nicht, dass ich sage, oh mein Gott, ich muss jetzt unbedingt wechseln auf. Mal wieder eine Idee, ne? Na gut. Das war's, gut, wunderschön. Da ist nur ein Vasen, den hat man spaßeshalber zerstört, aber nur der Zerstörungswillen. Aber nur ein bisschen zum Anreagieren. Ne? Aber einmal alles kurz und klein schlagen. Jawohl, da gehen wir wieder auf das, weil da gibt es normal immer Metall. Teil schaut 60. Schön, oder? Whoop. Da waren wir auch schon drin, da waren wir schon drin. Waren wir da drin schon? Nein, ne? Oder schon? Da oben, aha, Betere, wie groß ist denn das bitte? Ah, da waren wir schon, genau. Da waren wir auch schon? Da waren wir noch nicht. Da waren wir schon, ne? Ja. Ratte! Ja, der ist schon hier, der Freund. Der Freund. Da, geht das ja. Die kleinen pelzigen Scheißerl, die werden wir jetzt nicht looten, weil das ist mir wurscht. Jetzt da hier raus. Schön. Lass mal ein bisschen Licht rein, mal ein bisschen durchliften. Ne? Noch wer da? Ja. Bücher, schön. Alles Kistel. Mit. Und ich mir fällt gerade ein auf den anderen Marktplatz, wo wir die Bücher gelootet haben, haben wir die ganzen Bomben nicht mitgenommen. Gell? Ist keine Geheimtür vielleicht irgendwann? Nein.
Freue mich schon, wenn wir die Steine kriegen. Ich hoffe, wir kriegen, sagen wir es einmal so. Ich freue mich schon drauf, auf was, was ich nicht weiß, ob es geht. Aber ich nehme mal schon an, ne? Ich habe schon wieder bedrohliche Musik. Ah. Wo waren das jetzt gar? Wo waren diese? Da vorne, oder? War das da? Wie ich gesagt habe, da haben sie einen Flohmarkt gehabt mit den Büchern. Da habe ich auch was vergessen. Eieieiei. Bäder, bäder. Wo waren das? Hm? Alles da? Na. Wisst's was? Wurscht. Haben wir uns noch das Hütterl da oben an? Das wird eh schon Nacht. Interessant, wo das war, ich weiß es nicht mehr. Wo ist denn da schon wieder da, wo ist der Gott? Sicherheit, dass wieder der uns jetzt aus den Socken haut, weil er fröhlich ist und ich nicht drauf schaue, wie viel Leben das man werde ich etwas weise. Kupferpfeil, wunderbar, Kupferpfeil sogar. Wo ist denn da hingegangen, der dritte? Hat er nicht mehr gefeiert, na gut. Klar. Boi, das war knapp. Die Lichtstimmung, ha? Huh? Und was zum Lesen, ist nicht schön. Der Hirtenstab. Wow, toll. Auf den habe ich mich schon ganze Zeit gefreut. Plus 20 Mana Regeneration ist eigentlich bumm. Ja. Wäre auch wieder so ein Ding, ein Ring, den du halt mit uns zum Changen, weil du meinst, hoppala, jetzt brauche ich nicht viel Mana Regeneration. Ne? Aber sonst. Oder du bist der Magier, ne? Keine Frage. Holzscheite. Ich schaue das Buch absichtlich noch nicht aus, das zum Lesen, weil. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Licht darin, ne? Ja, gut. Das würde dann damit gehen. Oder auch nicht. Ne? Oder auch nicht. Dann machen wir es halt so, ne? Schauen wir mal, ob wir den hier machen können, ne? Gut, okay, danke. Oh, doch! Bei Metallschrott hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe halt gerade so einen guten nicht, hä? Goldenes Truhe, Zwillingskeule! Und mysteriöses Fläschchen. Und wir haben was zum Lesen, Leute. Das lassen wir, oder? Das machen wir jetzt nicht alles hier, weil das ist mir ein bisschen zu mühsam. Narren! Bruder, du verrätst mich also, wie der Rest. Ihr seid alle Feiglinge. Ich werde meine eigenen Elixierbrunnen graben. Alles Elixier in Glutal soll mein sein. Ich werde mich nicht länger auf die alten Wege und die alten Namen verlassen. Dies ist der Anbruch eines neuen Zeitalters.
Das Zeitalter von Samet. Das Samet, von denen haben wir ja schon mal was gelesen, gell? Jetzt einmal, schauen wir mal ganz kurz. J. Geschichten. Das eigene Grab ausheben. Wir haben so gesagt, Samet, okay, da fehlt noch was. Sonst waren wir brav. Das eigene Grab ausheben. Diese Seite wurde noch nicht entdeckt. Lumpen. Achso, gut, okay. Was, ja. Wunderschön, das stellen wir mit Sicherheit nicht. Ja, explosive Schwarzpulverkugel. Netz. Ja, das macht aber sicher einen ordentlichen Dusch, oder? Ja, drei zusammen. Rucksack. Tagebuch. Erstmal Elixier und Brunnen. Genau. Begrabener Fluch. Ich sagte, lass los. Da fehlen uns aber noch ein paar, gell? Tumult in den Katakomben. Sichtung des mysteriösen Reisenden. Begrabener Fluch. Da haben wir das ja auch noch. Wo war denn das gar? Wo wir gesagt haben, wo der begraben ist, da müssen wir das Grab finden. Werkstätten. Insektenstab, Leuchtstab, Geistermagierstab. Da müssen wir einmal schauen, was ich sehr gespannt bin. Wo kann man diesen Schleim herstellen? Oh. Doscha. Rock 10. 11. Magieschilde, das ist die Geschichte. Einhändige Waffen, ja, macht mir nicht nervös. Hüterset. Oh, mit Kupferband. Aber wir sind nicht kein Krieger, ne? Wir würden es maximal nur kombinieren. Abenteuer-Set. Nahkampfschaden. Ja, aber geil. Haben wir das? Nur den, das haben wir noch nicht. Wo wir eigentlich hin wollten, ne? Sind wir 40 Meter? Da oben? Tatsächlich. Lol. Na schaut's. Sammeln. Zwei Funken. Danke sehr. Das ist wunderbar. Und in diesem Sinne werden wir jetzt da herstellen. Wo müssen wir als nächstes hin? Da drüber. Das heißt, wir werden da einen Altar herpflanzen. Und den werden wir abbauen. Dann schauen wir beim nächsten Mal, dass wir vielleicht doch noch in die Grimzahngrotte hineinfinden und irgendwie da aufkommen. Schauen wir, ob wir da was herbauen können. Das mache ich aber offscreen, Leute. Brauchen wir nicht, das tun wir da her, zack. Bevor ich es vergesse, kennen wir ja selber. Wisst ihr? Da, kann man bauen. Schön. Dann bauen wir halt da her. Es geht ja nur um das, dass wir dann weiterkommen. Leute, beim nächsten Mal machen wir weiter und dann schauen wir, dass wir die Grimzahngrotte finden. Bis zum nächsten Mal, schaut's auf euch. Tschüssi und Baba.